Hallo, mein Name ist Matthias Schumann. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Lahn, bin seit 3 Jahren verheiratet, habe eine Tochter, die am 8. April geboren ist. Meine Hobbys sind, Fußball spiele ich ab und zu und ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin in Werlte zur Realschule gegangen. Danach habe ich ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht in Papenburg an der BBS. Danach habe ich eine Ausbildung angefangen zum Elektroniker für Betriebstechnik, Fachrichtung Geräte und Systeme hier bei Krone. 6 Jahre lang war ich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, davon 4 Jahre lang erster Vorsitzender. Bin jetzt seit fast 12 Jahren bei Krone und ja, bin seitdem in der Produktion. Ich habe mich für Krone entschieden, weil ich damals ein Praktikum als Betriebselektriker hier gemacht habe. Habe dann nach meinem Berufsgrundbildungsjahr eine Ausbildung bei Krone angefangen. Bin dann 2009 in die Produktion gewechselt, wo mein Vater auch arbeitet und arbeite seitdem zusammen mit meinem Vater in der Achsenvormontage. Ein typischer Arbeitsalltag bei mir sieht so aus, dass ich morgens um 10 nach 4 aufstehe, frühstücke, fahre dann zur Arbeit, um 5 Uhr beginnt die Schicht. Da ich Gruppensprecher bin, gehe ich dann zur Schichteinteilung, da wird besprochen, wie viele Fahrzeuge wir bauen. Wenn mal irgendwo Not am Mann ist, werde ich auch mal flexibel in anderen Gruppen eingesetzt. Um 13.15 Uhr ist dann Feierabend, dann fahre ich nach Hause, esse mit meiner Familie Mittagessen, spiele den Nachmittag noch mit meiner Tochter, abends gehe ich dann noch zur Feuerwehr, ja, und dann geht's ins Bett. 3 Worte, die mich beschreiben: hilfsbereit, flexibel und familiär.